acepto VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir, yo soy tu VIP. So, wir bringen jetzt schon mal ein paar Sachen in den Keller zu meiner Mutter, weil hier nichts reinpasst. Ja, der Staubsauger geht jetzt dahin. Und hier der Schirm kommt auch dahin. Und ja, wenn wir die Sachen brauchen, holen wir die da wieder ab, weil bei mir im Keller ist alles voll. Ja, und danach wollten wir noch eine Runde in die Stadt laufen, was essen oder vielleicht noch ein Bubble Tea holen, mal gucken. Was ziehe ich für Schuhe an? Ich ziehe mal heute die hier an. Die hatte ich echt nicht so oft an, wie man sehen kann. Noch ziemlich neu, die hatte ich auch aus Kroatien geholt. Ach, ich bin mal gespannt, wenn man wieder in den Urlaub kann. Hast du schon Schlüssel? Nee. Nein. Okay, ich nehme Schlüssel nach Tür, ja? Das wär's. Also, wir haben uns jetzt Bubble Tea geholt. Das hier ist ein Summer Crazy Blueberry mit Maracuja und was war das? Aloe Vera? Ich glaube ja, oder? Es gab nämlich leider keine Perlen mehr. Ja, aber die schmecken auch gut. Und die Dame sagte, man muss schütteln. Ja, dann schüttel erstmal. Voll angenehm gerade draußen. Kann man den jetzt hier so durchhämmern, ja, ne? Ja. Einfach durchhämmern, durchbohren. Und trink mal. Und? Geschmack ist erste Sahne. Die Stückchen sind nichts für mich. Aber es geht eigentlich. Schmeckt gar nicht so schlecht, die Stückchen. Schmecken gar nicht so schlecht. Ja. Zufrieden? Lecker. Aber ist mir ein bisschen zu süß. Wir haben jetzt gerade hier so einen Laden bei uns um die Ecke entdeckt. Den kannten wir gar nicht. Hier gibt es Sachen, die man einkaufen kann ohne Verpackung. Also Lebensmittel wie Nudeln. Alles, was die anbieten, nennt sich halt unverpackt. Mehl, Zucker, was weiß ich. Ja, und wie nimmt man es mit? Man bringt seine eigene Dose? Genau. Oder du kaufst dir solche Säckchen und Dosen von denen und benutzt die immer wieder. Ach, auch nicht schlecht. 5 Minuten. War wirklich lecker. Und tschüss. Guten Morgen. Heute ist Freitag und wir haben jetzt 10 Uhr. Es ist ein beweglicher Feiertag. Alexander ist daheim. Erwin ist arbeiten. Ich bin gerade aufgestanden, vor einer halben Stunde ungefähr. Ich war heute so platt und müde. Keine Ahnung warum. Gestern war das Wetter auch so schrecklich. Es hat permanent geregnet die ganze Nacht durch und heute strahlt wieder die Sonne. Willkommen in Deutschland. Ich mache uns jetzt leckeres Frühstück. Ganz, ganz frische Pfannkuchen direkt aus der Pfanne. Ja, keine Ahnung. Alexander wollte Pfannkuchen hier mit Schokocreme und ich mache mir auch welche. Und dazu trinken wir einen Kakao. Was macht mein Kind? Was macht mein Kind? Was denn? Zeig mal, was du fährst. Komm mal hier rein, man sieht dich nicht. Mit dem Driftbike durch die Stadt. Ja. Durch die Stadt hier. Ja, ist echt cool das Ding, aber ist immer so blöd hier, dass man es runtertragen muss und hier in der Stadt kann er nicht fahren. Hoffentlich können wir bald mal umziehen, Ermin, Alexander und ich. Vielleicht in ein schönes Haus mit Garten, ne? Träumt doch jeder von. Wir auch.
Bis jetzt ist es nur ein Traum, aber vielleicht klappt es ja ganz bald. Mit Baumhaus. Trampolin. Grill. Pool. Bitte. Pool. Bitte. Pool. Hund. Katze. Hund. Vogel. Pinguin. Alles. Ein Wal. Ein Pferd. Und wo so eine kleine Ziege. Oh, ich finde die so süß. So eine kleine Ziege, ne? Naja. Ein kleiner Hund tut's auch. So. Frühstück. Hä? Ich hab dir doch hier Platz gemacht. Ja, wollen wir nicht zusammen frühstücken? Oh, Kind, komm her. Zusammen frühstücken. Und wie schön leer das hier endlich mal geworden ist. Wir haben die ganzen Staubsauger vorgestellt, Saugroboter. Ermin hat heute auch einen zum Vorstellen bekommen. Den zeigen wir euch auch die nächsten Tage. Mal schauen, welcher besser ist. So ein Saugroboter-Test. Ja, jetzt sieht alles ein bisschen aufgeräumter aus. Hier, das muss ich noch wegmachen. Das ist die Osterdeko. Aber die mache ich weg, wenn ich den Karton unten finde im Keller. Wir wollen jetzt die Tage mal ausmisten. Hier habe ich noch Poster von Desenio. Ja, irgendwie kriege ich zurzeit keine Bilderrahmen. Mal schauen. Und hier sind noch Sachen zum Verlosen. Ja, und die muss ich noch Fotos mitmachen. Was ist denn hier los? Ich kann nicht mehr auf. Eine Raupe. Ich kann nicht mehr aufstehen. Eine Raupe. Kannst du mir hochhelfen? Dreh dich mal. Drehen, 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 drehen. Dann kannst du dich wieder auspacken. So, wir haben jetzt hier einmal Alexa hingestellt, weil der Alexa nur ja mein Google Home in seinem Zimmer hat. Der hört darüber Hörgeschichten, finde ich ganz, ganz praktisch. Wer Spotify hat, kann sich einfach über Google Home dann Spotify abspielen, Hörgeschichte, ne? Hast du irgendeine Krankheit? Was ist dann mit dir los? Ja, jetzt haben wir hier, Ermin hat Alexa mitgebracht, aber ich weiß nicht, wie die funktioniert. Ich glaube, es ist gerade irgendwie am Laden oder so, keine Ahnung. Ja, warum fragst du mich? Ich frag dich doch gar nicht. Du hast mich gerade gefragt. Ich stelle gerade fest. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wie das funktioniert. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe Alexa eingerichtet, auch mit Spotify verknüpft. Okay, Alexa, ja. Okay, Google. Alexa. Wie heiße ich? Ich spreche gerade mit Niki. Dies ist Niki Konto. Das war jetzt witzig. Google hat geantwortet. Okay, Alexa, wie geht's dir? Jetzt reagiert sie nicht mehr drauf. Jetzt ist Google Home beleidigt. Es gab ein Problem. Bitte versuchen. Alexander hat hier so einen neuen Roller, der driftet hinten. Also ich habe den gerade mal ausprobiert. Der ist voll schwierig zu fahren. Fahr mal ein bisschen damit, Schatzi. Mit dem kann man bestimmt so Kreise drehen, ne? So driften halt. Ich krieg das irgendwie gar nicht hin. Ich habe es gerade mal versucht. Gib mir mal. Bremse hast du nicht. Wir wollen jetzt ein bisschen in die Stadt. Meine Haare sind verwaschen, ich weiß. Aber ich würde die jetzt so lassen, weil ich wahrscheinlich eine andere Farbe reinmachen möchte. So, jetzt laufen wir ein bisschen durch die Stadt. Vielleicht will ja kurz noch einen Bubble Tea. Und dann schauen wir mal, was wir so machen. Spielplatz oder so. So, was haben wir? Was holen wir jetzt, Alexandro? Was denn? Bubble Tea. Jetzt müssen wir warten, bis die fertig sind. Ich habe mir heute den hier genommen, Ombre Mango. Und Alexandro hat sich Crazy Wassermelone. Guckt euch bitte mal dieses Couchkleid an. Ist das nicht geil?
richtig schön, pompös. Wie lang sind die? Wie eine Prinzessin. Das ist ein Brautkleid. Wenn du heiratest, dann wird deine Frau auch ein Brautkleid anziehen. Aber nicht so ein langes, oder? Nee, ein kurzes? Ja, guck mal, wie lang. Ja, das ist mega lang, ne? Das sieht richtig schön aus. So, habe ich hier geholt. Käse? Da ist kein Käse drin. Guck mal, da unten. Nee, Perlen und Maracuja. Mama, guck mal, da drunter mit der Kamera. Das ist kein Käse, Schatz. Das ist Maracuja-Perlen. Ja, so, wir sind jetzt auf dem Spielplatz. Wir haben Bubble Tea jetzt. Ach, habe ich ja schon erzählt, dass wir Bubble Tea geholt haben. Aber Alexandro mag unten nicht dieses Maracuja, weil das so Stücke sind. Der meinte vorhin, das wäre Käse. Ja. Das ist eine Frucht. Sorry, wenn du so gelb bist. Ja. Da ist die Greta, ne? In die warst du doch mal verliebt. Doch? Aber die, du und die. Die Greta in dich? Ich hab doch im Sommer immer so Liebesbriefe ausgetauscht. Hä? Du hast mir geraten, dass ich das soll. Ich hab dich dazu beraten, ja. Ich bin deine Beraterin. Aber du hast doch gesagt, du willst dir eins schicken. Und dann hab ich gesagt, ja, mach doch noch eins. Jetzt ist die Mama schuld. Ja. Ja. Und sonst so, wie ist es so mit 8 Jahren? Wie ist das Leben so? Gut. Gut. Was magst du so am liebsten? Rollerfahren, Fahrradfahren. Fahrradfahren, Rollerfahren. Freunde treffen. Inliner auch? Mhm. Und was isst du am liebsten? Lass mich raten, Chicken Nuggets. Ja. Die alle Kinder wohl, ne? Chicken Nuggets und Pommes, ja. Frag mal die anderen Kinder, was die am liebsten essen. Mit wem? Ja, frag mal unsere Abonnenten. Frag mal, was essen eure Kinder am liebsten? Kannst du nicht selber? Mach du doch. Du willst doch auch YouTuber werden. Welche Farbe machst du bald die Haare? Blond. Warum? Weil ich das cool finde. Bei wem hast du das gesehen? Bei so einem YouTuber. So ein YouTuber, so ein Streamer, ne? Jetzt willst du hier auch blonde Strähnchen oben, ne? Kannst du ja zeigen auf der Penny. Hier ist sie ja im Ton. Glaube ich, oder? Können wir zu Hause machen. Ah, jetzt ist aber echt schön geworden, ne? Jetzt ist es schön sonnig. So, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Trinken unseren Bubble Tea. Und dann muss ich noch zum türkischen Laden ein bisschen was holen, dann kochen und um 17 Uhr kommt heute der Ermin. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich war jetzt gerade noch im türkischen Laden und habe ein bisschen was geholt. Und zwar einmal 1 Kilo Hackfleisch und Manti. Ich möchte nämlich heute Manti machen mit Hack und Joghurt. Da kommt ja noch so eine scharfe Joghurtsoße drüber. Genau, das mache ich heute und nochmal diese Paprikas, die essen wir total gerne, die mache ich heute alle. Und zwar kommt das in so einem total leckeren Öl, also da kommt Olivenöl rein, etwas Essig, ganz viel Knoblauch und Salz. Ja, und dann kommen da, wie gesagt, die Paprikas rein und schmeckt mega gut. Und das Öl, das kann man auch schön dippen mit Brot oder mit Pizza oder was auch immer. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Die sehen aus wie Popcorn, oder? Ja, ich lasse die jetzt in Salzwasser 8 Minuten. Es gibt ja auch gefüllte, man kann die auch selber machen, gefüllte mit Hackfleisch und weiß ich nicht, was die noch für Füllungen haben. Ich habe jetzt die neutralen genommen, die lasse ich jetzt 8 Minuten in Salzwasser vor sich hin köcheln. Und ich mache dazu, man kann ja verschiedene Soßen, Paprikasoße dazu machen. Ich mache jetzt Hackfleischsoße dazu mit dieser... mit dieser Packung hier, mit dieser Gewürzmischung. So, die Mantel sind fertig. 8 Minuten einfach in kochendes Wasser und dann noch ein bisschen Butter rein.
Jetzt mache ich hier das Hackfleisch. Habe ich mit der Gewürzmischung gemacht. Dann kommt da noch ein bisschen Tomatenmark rein. Man kann auch Paprikamark nehmen. So, jetzt mache ich den Joghurt. Also den Joghurt kann man auch wie Tzatziki machen mit Knoblauch. Ich mache jetzt einfach nur Joghurt, etwas Öl, Salz, ganz viel Salz, damit es wie Ayran schmeckt, salzig. Salz und dann kommt noch ein bisschen von diesem scharfen türkischen Paprikapulver bei mir rein. Also ich sage, jeder macht es anders, es gibt viele Varianten. So. Das ist meine Joghurtsoße und ein bisschen Zitrone oder Limette kommt da noch rein. Ich habe hier so eine Viertel von der Limette. Da kommt noch der Saft von rein. Und fertig ist meine Joghurtsoße. Ich habe jetzt in meine Joghurtsoße noch ein bisschen von diesem von dieser türkischen Gewürzpaste mit reingepackt. Dann ist das noch ein bisschen schärfer. Die habe ich ja letztens geholt. Und die habe ich jetzt einfach hier reingepackt. So, mein Essen ist fertig. So, Erwin ist von der Arbeit da. Ich habe heute nochmal Blümchen bekommen. Voll süß. Und guck mal, die sehen so witzig aus. Da kommen jetzt diese weißen Blüten irgendwie so raus und hoch. Total süß. Wisst ihr, wie diese Blumen heißen? Ich weiß es nicht. Würde ich gerne mal wissen. Und Schatzi hat sich was von Shein bestellt. Sieht cool aus. Dachten wir uns ein bisschen für Fotos. Unser Alexander meinte gerade, das ist für Mädchen. Ich habe es mir selber ausgesucht und bestellt. Geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich dich ganz drauf habe. Ja, ich finde es cool. Ja. Ist auf jeden Fall angenehm auch zu tragen. Schön, chillen. So, und jetzt chillen. Ja. Guten Morgen. Ich war gerade auf dem Markt und habe Eier geholt vom Geflügelhof Steenkamp. Und dann hatten die da noch so tolle Erdbeeren. Da konnte ich nicht widerstehen. Eine Schale Erdbeeren geholt. 4,90 Euro. Also so viel habe ich noch nie für Erdbeeren bezahlt. Und dann noch ein bisschen für unsere Diät. Die hier schmecken übrigens fast wie Red Bull. Deswegen gönnen wir uns öfter mal die. Das gab's alles bei Lecker Lecker. So, unser Frühstück heute ist das Mittagessen oder Abendessen von gestern, damit es wegkommt und ja, wir das nicht den Müll schmeißen müssen. Und ich habe noch ein bisschen Hack übrig. Da mache ich heute noch einen Auflauf mit Frazzini. Mhm. Was ist das? Toast? Toast? Mhm. Willst du noch Toast dazu? Mhm. War doch so. Ja, war so abgesprochen. Mhm. Und Alexandro hat Spiegelei. Let the old be dead. Let the shadows be my-